Warte auf, Baloui. Ja, ich habe eine Giftbombe gefunden. Ah, hinterher. Ah, das sind die zwei, die uns das letzte Mal fertig gemacht haben. Wea und Mea. Das sind wir das letzte Mal K.O. gegangen. Jetzt machen wir sie fertig. Mea, Wea. Hallo, Lul. Das habe ich schon mal gehört. Ja, weil wir hier schon mal waren. Weil die uns schon mal fertig gemacht haben. Ah, ich heiße übrigens Irichmann. Ich bin Baloui. Okay. Ich bin Baloui, muss ich sagen. Ich nicht. Ich, okay. Saku, und wie heißt das Ding jetzt? Dedenne. Don't ja, Dedenne. Dedenne. Oh, was tut es? Es ist zärtlich zu dir, es streichelt dich. Das ist zärtlich zu Saku, das ist okay, ja, gut, das für ist mich. Zärtlich zu einem Niemand Kleinen. Ist sonst zärtlich zu Saku. Au! Ups. Saku ist cool, ja? Ich will nichts dagegen hören. Hallo, kleiner Scherz am Anfang, warum es sich lohnt, Baloui's Stream anzuschauen und nicht den von Miri. Haha, weil bei Baloui sieht man, wie er von Taschentüchern abgeworfen wird und bei Miri nicht. Aha. Das hängt ja von euch ab. Das macht Sinn. Reiber. Ist das das? Dankeschön, Tierelite HD für 1 Euro. Mirio. Und Feurio. Dankeschön. Nein, Mirio. Hallo. Oh nein, das ist Feuer. Ja, ich hoffe, du hast was dagegen. Ich bin empfindlich gegen Feuer. Miri geht. Ja. Und holt Fischi. Ja, das sieht so aus, wenn es... Das freut sich, hast du gesehen? Hip, hip. Au. Oh. Das war aber gut, dass er auf dich gegangen ist. Haha. Gut, ich ja, das Feuer macht ja an dir gar keinen Schaden. Farakak ist zurück. Yes. Mirio, Fischfutter. Fisch. Nein. Mit SCH, nicht Fisch. Okay. Fischfutter. Ja, ich hab das nur falsch vorgelesen. Bestimmt bei Louis. Dankeschön. Ja, gerne. Danke für deine Hilfe. Du bist so hilfreich. Was haben die eigentlich alle gegen Fischi? Alter, chillt mal eure Basis. Auch die Elite, die auch Dankeschön für 1 Euro. Mirio! Von daher, er hat No Message. No Message! Woo! Das heißt Mirio. No Message heißt das. Mir gefällt das nicht, dass die gerade meinen Saku kaputt machen. Wen soll sie dann kaputt machen? Hier, Crystal. Statut, hi. Oh, Fischi. Wow. Okay. Ich finde es nicht gut, dass mein armes Temtem so aufs Maul kriegt. Ja, spielst du irgendwann vielleicht mal Yu-Gi-Oh? Früher habe ich das oft gespielt, jetzt nicht. Was macht Miri da schon wieder? Boah. Das Fischi ist ein bisschen OP, oder? Hat sich noch nicht mal entwickelt. Guck mal, du machst genau die gleiche Attacke, nur mit Stein, also bitte. Ja, aber es macht halt einen Bruchteil von deinem Schaden. Oh, Fischi. Ich regel das. Lass deinen Temtem ruhig drin, dann kriegst du noch XP, nicht weniger mehr. Und ich gewinne. Was? Was hast du gerade gesagt? Du sollst dein Temtem drin lassen, dann kriege ich weniger mehr XP und entwickel mich. Ich mach jetzt Kettenblitz. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Nein! Hast du mittlerweile herausgefunden, wie es funktioniert? Du hast gar keinen Kettenblitz gemacht. Nee. Ich gewinne. Nein, tust du nicht. Nein, ihr habt beide nicht gewonnen. Ja, beides Dummköpfe. Ey, ich hab das gelesen. Möchte der beste Bändiger gewinnen. Oh nein. Er hat ein Shiny. Er hat ein Luma und er hat die Nervensegel. Das ist seine Entwicklung, siehst du? Von Riol, die Entwicklung. Ja, ja. Toll. Was ist mit Saku los? Vor allem auch 10 Level drüber, ne? Saku hat mit einem KP überlebt, ne? Ach stimmt, ich dachte, Saku ist kaputt. Oh, what? Was ich das? Finde, das ist Grandpa. Farakak kann sich es noch weiterentwickeln. Es ist Grandpa, es ist der Opa von Farakak. Aha. Ich wusste nicht, dass ich das noch weiterentwickeln kann, cool. Ne, ist wahrscheinlich wie Tauboga, oh wow. Oh. Okay, das war's definitiv. Ja, ich fang das mal an. Ja, ich habe gedacht, für 1 KP tausche ich das jetzt nicht nochmal aus. Nee. Hat sich übrigens richtig gelohnt, hierher zu kommen.
Warte. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah. Gibt es vielleicht nachher Spezialschuhe, dass man da drüber laufen kann? Vielleicht, das kann sein. Ja, down Crystal, fies. Ach stimmt, der hat das gleiche. Okay. Bester Anfang. Tobi Action. Hm. Oh hey, Wahoo, wach auf, ein Fremder. Wach auf. Hallo, willkommen in Mokopuni. Das Dorf gibt nicht viel her, aber wir hoffen, dass du... Gibt nicht viel her? Ach, komm schon. Warum war so eine Stadt immer so nieder? Ja, ja. Spektakulär. Spektakulär. Ein Temtem? Ja, legen wir los. Gut, dass es immer eine Antwort gibt, die direkt zum Kampf führt. Und ansonsten kannst du noch bla 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 bla. Ja. Ja, ist klar. Ist gut. Habt eure Feuerviecher. Dankeschön. Das ist richtig top jetzt für uns beide. Ach, das Rote ist Kristall. Und deswegen hat er Kristallskaten gesagt. Ah, vielen Dank für die Erklärung. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das sind zwei Feuer-Temtem. Nicht genau. So schön. Das wir macht haben die natürlich richtigen Sinn. Temtem draußen. Aber warum ist der Kristall auf dem Baum? Das erschließt sich mir immer noch nicht. Der hat gefroren über Nacht. Und gut, dass wir beide Natur-Temtem draußen hatten. Ja. Wow. Habe ich jetzt ungefähr dreimal gesagt. Wow. Ich war von dem Kristallskate noch so erstaunt. Okay. Das ist sicher nicht gut. Attacke, kommt irgendwas... What? Oh, der boostet sich dadurch doppelt. Oh, Kacke. Der what the fuck? Die boosten sich gegenseitig dadurch? Was für eine Scheiße. Hilfe. Welchen, den oberen oder den unteren? Den unteren. What? Ich habe keine Ahnung, ob ich gegen Feuer effektiv bin. Normal effektiv. Es macht einen Kinnhaken. Oh, das war's für Fritz Louis. Ich kam wieder tot. Fritz Louis. Zockerhaft, das Level läuft bei uns ganz gut. Danke der Nachfrage. Hä, das Ding ist kein. Das ist Kampf. Das ist ja gar kein Feuer, wie Idioten. Das ist nur rot. Ah, stimmt. Das ist der Starter. Ja. Okay, alles klar. Ich bin wieder richtig schlau dabei. Sie sind rot. In Pokémon wäre das. Ja, ich kriegst du es mit deinem Tesla-Gefängnis down? Wie viel Schaden hast du gemacht? Okay, dann greife ich das andere an. Es ist einfach viel zu fishy. Oh nein, ich bin immer noch. Ich bin noch vorher dran, bevor der dran ist. Oh, reicht. Okay. Glück gehabt. Ich habe auch gedacht, ich mache Wasser, ich nehme mein Wasser-Tempel rein und auf einmal ist es. Naja, bringt es halt nichts. Ich könnte dich angreifen, wenn du möchtest. Ja. Dass das überhaupt geht. Ja, eine gute Idee eigentlich. Vielleicht greift er dich. Oh, jetzt bin ich schneller. Du siehst bei den Attacken so ein Symbol. Ja, ja, ich weiß, welche Priorität es hat. Ja, okay. Miri, wie viel Tempel hast du denn schon wieder verloren? Das so viele. Krass. Ja, allein, dass wir in der ersten Runde ausgetauscht haben, weil wir dachten, das wäre Feuer, war halt dumm. Das war klasse, ja. Nein, das war dumm von uns. Tut mir leid. Die haben gar kein Geld gehabt. Was soll denn das? Da kann ich mir nicht mal eine halbe Karte von kaufen. So, und angeblich ist hier Hachiwari in seinem Dojo. Falsches Spiel, Miri. Hachiwari. Warte auf Balui. Ja, 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 ja. Paparazzo. Hey du, komm mal her. Du bist nicht von hier, oder? Vielleicht kannst du mir dann helfen und ein bisschen Knete verdienen. Was meinst du, Partner? Okay. Rate mal, Partner. Wenn mich einer schon Partner nennt, ne, werde ich aggressiv. Ja, das ist doch nett. Wer ist die heißeste Berühmtheit im Archipel? Stammt aus Omninesien. Omninesien, Entschuldigung. Und dreht angeblich einen neuen Blockbuster hier irgendwo in der Nähe. Miri, Iriban! Hä, wer ist denn das? Komischer Name. So nennt doch ein 5-jähriges Kind sein Pickepick. So heißt ein mächtiger Sith Lord. Du Narr. Also ein kleines Pharao hat mir gezwitschert, dass Visesia, aha, unten in Naum Oninesien ist und einen Film dreht. Das ist die heiße Exklusivmeldung, die du dir vorstellen kannst. Und sie wartet nur auf uns. Der einzige Grund, aus dem all meine Konkurrenten noch nicht drauf aufmerksam geworden sind, ist das Kap... Was? Kapleinator oder wie auch immer das heißt, nur mit einem bestimmten Aufzugsschlüssel funktioniert. Die Leute hier wollen nicht teilen, also
Wenn du es schaffst, einen Aufzugsschlüssel zu bekommen und darunter zu gehen, würde ich für ein Bild von VCs ja eine Menge Geld locker machen. Einfach verdiente Knete. Hallo, wohin des Weges? Ich mache einen Spaziergang. Die Herrin des Aufzugs, okay. Dann ist das selbst, aber ich fürchte, der Kontilift kann nur mit einem Einzelnen benutzt werden. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Wo kriege ich einen Schlüssel her? Wenn du wissen willst, wer einen besitzt, jeder, der einen braucht. Wenn du wissen, wo du einen bekommen kannst, das kannst du nicht. So, du wirst uns platt machen. Ja, wuhu. Ja, wuhu. Oh. Oh nein, ich will nicht Frogger spielen. Oh nein, ich bin da voll schlecht drin. Da springen Leute aus Büschen. Okay. Hatte ich keine Map? Oh nein, oh, geh nicht auf den Busch. Warum? Ja, ich. Ja, du. Bin wieder vorne. Ah, 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 ah. Okay. Nein, 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 oh. Nein. Klärt. Vielleicht geht's ja rechts ein bisschen einfacher. Was ein blödes Spiel. Oh nein, nicht auf den Busch. Oh, ha. Hab's geschafft. Ah, meiner jetzt. Ah, ich laufe rüber. Okay, oder nicht? Dojo-Typ besiegen, Schlüssel nehmen, weitergehen. Was haben sie? Easy. Oh nein, ja, was ist das für eine Kombination? Sie haben Feuer und Pflanze. Ha. Okay. Warte, das ist nicht Feuer, oder? Das ist doch Kampf, oder? Doch, der Löwe ist Feuer. Okay. Das war nur der Affe, der Kampf ist. Ach je, das hat gar keinen Schaden gemacht. Autsch, Saku. Saku kann das ab, keine Sorge. Das Gefühl habe ich irgendwie nicht. Okay. Okay, das Ding verzieht sich jetzt schon selber. Das ist gut von ihm. Oh, Saku. RIP, Saku. Bin ich sicher, ob wir das hier auf Anhieb schaffen werden? Doch, easy. Die haben nur 4 Temtem. Du hast ein Nesta. Yeah. Nesta ist krass. Pass auf, ich mach Katzi weg. Das ist, aber da hast du eine Wasserattacke. Ja. Vielleicht, okay. Hattest du letztes Mal noch nicht? Oh, Glück gehabt für dich. Sonst hätte dich das Ding weggemacht. Aua. Wieso brenne ich trotzdem? Weil du bist Wasser. Nein, ja. Also nein, aber ja. Oh nein, ist das ein Witz? Kein besonders guter auf jeden Fall. So kreativ wie die hier sind mit ihren Tente, kommt da gleich der nächste Löwe. Ja, war ja klar. Wie ist das doof? Was? Nein. Ja, was mache ich denn jetzt? Wenn ich Heilung benutze, dann ist es trotzdem gleich wieder genauso low. Aber muss ich? Oh oh. Fritz Louis gibt sein Bestes, bevor er gleich down geht. Klar. Oh shit, Nessler. Das hat sich nicht gelohnt. Nee, aber vielleicht ist Nessler schneller. Hm. Kann leider schon wieder nicht angreifen. Oh. Nicht schneller als das Ding auf jeden Fall. Scheiße. Ah, Prinz Louis! Aber Prinz Louis ist Level 28, hält dann eine Shitload of Damage aus. Ja, Prinz Louis ist hier Damage. Damage-Dealer und Tank gleichzeitig. Prinz Louis kann das. Oh, und Prinz Louis hat dich geboostet. Na, das ist doch nett von ihm. Danke. Das war's jetzt aber leider für Prinz Louis. Schade. Oh. Aber, oh Mann! Oh, das Feuer stark gegen Blatt und Kristalle. Ist das schon, kotzt mich schon ein bisschen an. So, ich setz Fischi ein und du machst die Pflanze weg, ne? Ja. Okay. Also, ja, ich bin ja schneller. Oh, jetzt habe ich aber den Boost nicht mehr. Egal. Ist auch egal, das ist nur noch so wenig. Fischi ist halt schon ein bisschen OP gegen. Sehr schön. Wir dürfen gleich heilen gehen. Beeindruckend. Rajivari wird sich persönlich von deinen Fähigkeiten überzeugen wollen. Hallo? Wie weit wir in dem Spiel sind? Wir sind beim zweiten Dojo, würde ich sagen.
Würdest du sagen? Nein, verkackt. Ich gucke mir das jetzt mal in Ruhe an, statt direkt drüber zu rennen. Mein Plan funktioniert nicht. Das war nicht der Plan. Shit, 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 shit. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ja, kämpf los. Mit Vergnügen. Baloui, der Noob kann nicht mal über diese paar schwimmenden Hallo, Flosse Snapchat, laufen. Was hat der denn da für einen Hasen? Das rechts ist ja cool. Was ist das? Was ist das? Aus, das sieht aus wie diese Krog, diese Dinger die aus Hasen Breath aus Rayman. Of, nein, Breath of the Wild. Diese Dinger, die dir diese Krog-Samen geben. Dieses große. Stimmt. Hallo, niemand. Dieser große, dem du die Dinger geben kannst. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Okay. Was ist das da oben? Ist das ein Schäfchen? Feuerschaf? Ja, ne? Sieht sehr aggressiv aus. Oh. Ah. Das ist ein Feuerschaf. Ah! Muss erst mal gucken, was, wo, ob irgendwas Erdschaden nimmt. Ja, oh ja, sehr schön. Oh ja. Okay, Boden Feuer ist anfällig für gegen Boden. Feuer. Wie in Pokémon. Wie schön. Jetzt Louis ist sowieso fast down. Nach 5 Sekunden. Same. Pium, pium, pium. Die Effekte sind halt manchmal vielleicht etwas übertrieben. Aber nur manchmal und auch nein, nur ein bisschen. Nein, was? Wo ist das übertrieben? Oh, ouch. Diese Dinge, das sieht so dumm aus. Es hat ein Cape. Es ist ein Superheld. Ja. Sein Cape ist aber oben am Kopf festgemacht. Das sind seine Haare. Das ist ein Cape. Es ist ein Superheld. Ja. Boom. Oh. Okay, das hat nicht wirklich Schaden gemacht. Nee, war auch nicht der Plan. Oh, was tut das? Das freut sich. Louis macht die Wasserflasche im Hintergrund auf. Ja, ich hab Durst, Entschuldigung. Oh, Leute, langweilig. Mach doch mal was anderes, unglaublich. Das war's jetzt aber für Taifu. Weil Louis trinkt noch. Ja, ich muss gerade was überlegen. Ich habe noch eine normale Attacke, die 130 Schaden macht. Die halt nicht effektiv wäre im Verhältnis zu einer 35 mal 2. Mach eine effektive Attacke. Bringt das mehr? Ich habe das Gefühl, dass das viel mehr bringt. Na gut. Hallo, Zewe. Poirio. Ah. Ah, Giftio. Verbrannt und vergiftet. Es ist schon echt. Oh, er ist auch kreativ. Ja, super kreativ. Ganz die Auswahl toll. Seiner Temtem. Freundchen. Irgendwann ist halt auch genug. Ja, genau. Alle auf meine Temtem. Ja, geil. Schon wieder verbrannt. Das mag ich am allerliebsten. Dankeschön. Ja, danke. Ja, Sand ist also, ja. Sand ist fies. Sand im Gesicht ist nicht nett. Toll, jetzt habe ich nur noch Fische. Mag man auch sonst nirgendwo. Ja, ganz toll. Typhoon Pflanzen, Temtem, ich würde es ja sagen, aber... Ja, natürlich. Aber es war ein Boden. Mal, es hatte, ja, aber es hat vorhin eine Bodenattacke eingesetzt, also eine Sandattacke. Mal jetzt erstmal. Nein, ich mach das hier nicht. Mach das hier nicht beruflich. Warum? Sieht das so aus? Sieht das so aus, wenn ich so viel Zuschauer nur habe, dass ich das beruflich mache? Ich denke nicht. Weil Louis ist im Monat nur ein Tütchen Reis. Mehr geht nicht von dem Geld. Ja. Und er wohnt in seinem Computer. Ah, Wasserkugelwirbel. Was Aha. ich für einen Job habe, Miri zu ärgern, den ganzen Tag. Klopfst du da bin ich für bezahlt. Mikro? Ich habe es verstellt. Ah. Das hat 150er Schaden. Nein, ich habe eine Firma und arbeite da. Oh, ist das manchmal schwierig, sich zu entscheiden, welche Angriffe man nehmen soll, ne? Ja, leider. Aber es hat eine höhere Priorität, ist das.
Naja, okay. Auch interessant, dass es da drei unterschiedliche Prioritätsstufen gibt, die also auch alle gleichermaßen verteilt sind irgendwo. Das stimmt. Wir probieren gleich mal den neuen Angriff aus. Ha, cool. Ich weiß, es macht keinen Schaden, aber es sieht cool aus. Reicht? Jawohl. In meiner Firma bauen wir Platinen. Wir machen Elektroindustrie, Elektroproduktion und so. Platinenbau. War gar nicht so einfach, oder? Nö, war's nicht. Nee, war ganz schwierig.